So. Ah, das sah schon besser aus. Ja. Mhm. Ich weiß. So, der Typ und dann kommt der noch. Mhm. Ja. Au, au, au. Au, es sind wieder viele. Aber das schafft der Leo schon. Der Leo kann da. Solange ich ihn umbringe. Wollen wir schon sagen. Und nicht er dich. Ja. Solange ich ihn umbringe, ist alles. Alles Paletti. Alles Paletti. So. Daniel weiß noch nicht, was er tun soll. Ja, helfe ich ihm mal. Stirb. Das sollst du tun. Ui. Schön sieht's aus, ne? Oh, definitiv. Ich hoffe, hier geht's nicht weiter. Doch. Erstmal die Goldene. Erstmal die Goldene, genau. Boah, wer will denn schon da unten wohnen? Ich weiß es nicht. Also so unter den Umständen, also wenn hier... Plünderavantur. Pass gleich mal an. Wollen wir uns mal verkleiden? Ja, komm, hopp. Yay! Und Ausstattung und Monturen was. Da. Dann sehen wir aus wie ein Plünderer. Gut, meinetwegen. Fast schon cool. Meinetwegen. Yay, geschafft. Der ganze Aufwand für einen Schlüssel. Was ist nur hinter dieser Tür? Mich würde eher interessieren, warum Napoleon den Schlüssel hat, warum Napoleon böse geworden ist und was passiert ist, seitdem du mit Napoleon wieder im Tempel warst, wo er eindeutig den Schlüssel gefunden hat und dir das nicht gesagt hat. Hm. Lieber Arno. Das wird mich eher interessieren, aber das wird hier überhaupt nicht angeschnitten. Mhm. Obwohl wir immer wieder kleinere Abstecher machen. Ich werde dich abstechen. Glaube ich nicht. Du machst auch gerne kleinere Abstecher. Was? Heim? Nee. Wieso Heim? Ja, weil das Totenreich ist zu Hause. Ja? Jemanden heimbringen? Ja? Ich bin aber gern aus draußen. Nicht zu Hause. Okay, das war's dürftig. Das war doof von mir. Aber Gott sei Dank gibt's hier nicht so viele Gegner. So, ein bisschen, man muss auch ein bisschen dreckig kämpfen, ne? Hey, du bist ein Assassine, du bist alleine gegen eine riesen Überzahl. Ich bin ein Plünderer. Ah, sieht ja. Man doch. Wieso greifen sie mich eigentlich an? Ich bin von euch. Ja, genau. Ihr Schweine. Gib mir Medizin. Danke. 10 Livre. Ich habe das alles ein bisschen sehr verzögert gesagt. Livre. Das kam schon länger nicht mehr. Von keinem von uns. Ja. Doch, du gerade. Ja, gut. Hallo, Haytham. Schau schon ein bisschen danach aus, ja. Gell? Oh, einer der Hauptcharaktere ist tot. Oh, schade. Hat sich jetzt aber schnell gedreht. Ach, wirklich? Ne, da kann man nicht rüberklettern. Davon rate ich auch ab. Ja, mal probehalber vorsichtig Körpergewicht drauf verlagert auf eine Hand, die auf so ein Ding drauf war. Das war unangenehm. Ja, Lukas, spitze Sachen pieksen. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht, weißt du, ist das so aller, wie heißen die Typen? Ja, ja, aber nein. Ja. Komm sofort zurück, du Dieb! Dieb! Yay! Yay. Was glotzt du so, hä? Huh? Ich habe was Gutes er hat was Gutes getan, schau nicht so. Kümmerling, hallo? Mission ist da lang. 208 Meter. Scheint mir sogar leicht. Unterhalb des Meeresspiegels, wollte ich jetzt schon sagen. Meeresspiegel. Unterhalb normal 0. Ja, wir müssen ja wieder zur Tür. Oh ja. God damn it.
Spiel. Okay, ich finde, da hätten sie ruhig die Option einbauen können, sich zu warpen. Jetzt muss ich erstmal zur Kathedrale. Basilika. Dankeschön. Bitteschön. Bitte, bitteschön, ne? Hi. Hi. Oh, ein Podest. Ein Podeste. Als ob da jemanden köpfen wollen würde. Mal wieder. Frankreich hat da schon irgendwie eine blutige Vergangenheit, hä? Oh. Das ist so einfach. Einfach nur durchrennen. Und du musst leider wieder sterben, es tut mir so leid. Au, voll mit dem Kopf auf die Kante. Ist das nicht spaßig? Wenn das mal nicht ein effektiver Kill gewesen wäre. So, wir sind in der königlichen Krypta. Da. Das ist... Krypta. Nee, Kryp dort. Oh, und an jenem Ort? Oder Kryp hier. Kryp hier. Kryp hier. Schau, schon wieder sind die gespawnt, nachdem ich erst drin war. Ja, genau. Ja, genau. Hüpft da runter, die haben eh Schiss vor dem Geist. Ich weiß nicht, warum ich hier hochgegangen bin. Ach, geht nicht. Muss hoch. Ist zu hoch. Oh, ich glaube doch, die Richtung ist sogar ein bisschen besser. Arno, was tust du nur wieder? Schickt mich nicht in den Nicht Himmel. Da lang! Ich bin nicht bereit. Das ist aber nicht sehr sportlich. Kommt wieder runter. Das ist nicht sehr sportlich. So. Sogar sehr sportlich. Aber. Ja, wenn du dich hierher traust, meinetwegen. Haben die keinen Schiss vor dem Geist? Das schaut schon witzig aus, irgendwie. Wie war das mit der Dornkrone, dass die Augen aufplatzen und mit? Metallkrone. Okay, passt. Alle gut. So, meine Güte. Die Dornenkrone. Und es gibt... Oh. Ein Fragezeichen. Das Relikt beschaffen. Genau. Okay, jetzt war ich extra still. Erstmal in seiner Klebstoffkugel schnüffeln. Yep. Oder was auch immer das war. Kein Schimmer. Irgendeine Kugel mit irgendeinem Stoff. Substanz. Ja, Stoff. What the hell? Kleiner Mann. Danke. Und jetzt verschwinde, das ist mein Ernst. Warum? Ich will herausfinden, was sich im Tempel verbirgt. Er wird scheitern! Denn ich bin Assassine. Wie jetzt? Okay, und wie jetzt? Ich muss erstmal etwas beschaffen. Okay, ich war zu schnell. Ah, Laterne aufheben, logischerweise. Was? Wieso Laterne? Was? Der hat doch vorher, als er beschossen wurde, hat er doch die Laterne fallen lassen und ist durch das Loch runtergehüpft. Warum brauche ich die Laterne? Laterne! Mit zwei gekreuzten Schwertern drüber! Weil wir sie schon immer die ganze Zeit nur zum Kämpfen benutzen. Ah, so! Die greifen einen an. Ah. Das hat sich Leben verloren? Ja. What the fuck? Und die ist leer. Er ekelt sich so sehr davor, dass er sogar Leben verliert. Da muss ich also lang.
nicht da lang. So ist das. Ah, und so kriege ich das Öl und muss nicht nass werden. Ach, wie cool, hast du gesehen, dass das alle Dinge einfach direkt übersprungen. Ja, Arno kann das. Arno ist... Das ist schon wieder. Der arme zweite Stamm? Oh, ja. Stock? Dingsbums. Ja, Dingenskirchen. Dingenskirchen. Im Zweifel Dingenskirchen. Mhm. Oh yeah, jetzt beißen die Kakerlaken mich nicht mehr, weil ich Licht habe. Hell yeah. Und ich habe mit der Laterne gewedelt, deswegen geht das hier an. auf. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht. Aber nur meine liebe Laterne nicht. So, was muss ich machen? Kein Schimmer. Also das eine Ding ist schon mal offen. Ja, das haben wir geschafft. Und so, und lass mich raten, du musst eben wieder hoch. Und indem du da durch das andere Ding gehst. Das eine Ding ist offen. Du musst da hoch. Ding, da, ding, dung, dung. Oh man, mein Deutsch ist heute wieder. Der Burner! Ich meine, du musst wahrscheinlich hier irgendwie durch die andere Tür. Schau nochmal durch die andere Tür. Hier rechts, hinter dir. Da kannst du aber nichts machen, ne? Dun, 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 du musst alle Augen auf. Auf. Öffne Lukas! Mal deine Adleraugen. Aufwachen. Okay, das funktioniert. Das haben wir ja gerade schon ausprobiert. Oh, da könntest du noch lang. Ja. Ich dachte es mir nämlich. Genau daran habe ich gerade gedacht. Nein, wirklich. Ich wollte wirklich wieder zurück. Okay, das heißt, da ist der Weg einfach nur ein bisschen umgedreht. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist. Warum wir deswegen die Tür da aufgemacht haben. Ach so, jetzt bist du durchs Wasser gehüpft und deshalb. Ah, okay. Crap, jetzt kann ich die Tür nicht aufmachen, oder? Man muss doch nur drauf treten, dachte ich. Ah, jetzt weiß ich, warum man die Tür aufmachen muss. Haha! Weil wir jetzt mit dem Öl weitergehen können. Mhm. Oh ja, öffne die Tür. Oh ja. Mm. Mach's schneller. So, gib mir das Öl. Gib mir the oil. Oh ja, tunk das ganz tief rein. Oh man! Was denn, Lukas? Das ist ein Problem. Ja, ich weiß, ich hab angefangen. Nee, hab ich gar nicht. So, ich muss da lang. Du nutzt meine Gewohnheit gegen mich. Niemals. Er kennt meine Schwächen. Never. Da muss ich lang. Also Leo, wieder, hör auf, mich so gut zu kennen. Das sind schon wieder Beißerlaken. Beißerlaken. Weil die kacken nicht, sondern die beißen. Oh Mann. Bedeutet, Kakerlaken verursachen jede Menge Dreck. Ja. Ui. Schön. Sieht einigermaßen schön aus. Einigermaßen schön, oder? Rose eliminieren. Aber jetzt auch sowas verdient. Ich komme mir hier vor wie in Indiana Jones. In bisschen Indiana Jones. Meine Güte. Wer hat das erbaut? Wer hat so viel pinke Pink? Wow, sind das viele. Wirklich, ich kann den... Wenn man... Genau. Ja, und dann sieht man mich natürlich. Ups, Boss, irgendein Kommandanten. Sonst geht es gar nicht mehr gut aus. Das geht sowieso nicht mehr gut aus. Doch, komm schon, gib mir Mühe. Das wird schon. Oh shit. Oh, ich hab mich selbst getötet. Nein! Darf ich nochmal? Ja, klar, mach. Danke. Ah, oh, verdammt, ich hab mich selbst getötet. Damn it! Damn you! Vielleicht im Vornherein schon mal die Großen raussuchen irgendwie. Haben wir nicht irgendwas, womit wir lautlos auf das... Wir haben Berserkerpfeile. Berserkerpfeile. Du mit deinen Berserkerpfeilen. Aber die sind so nützlich. Nein, sind sie nicht. Du musst 10 Minuten warten, bis sie nützlich sind. Nee, du sollst, die sind ja nicht zum... Also eigentlich benutzt du sie ja nicht zum Töten, sondern zum Ablenken.